damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas von Playgaddon. In der heutigen Folge werden wir mal wieder gegen einen Abonnenten spielen und wir werden mal schauen, was wir hier so reißen können. Wir spielen um 0 Coins, also sozusagen ein Fun-Spiel. Wir gucken einfach mal, was sie so reißen können im Fun-Spiel. Natürlich will ich meine Ehre nach dem letzten Abonnentenspiel wiederherstellen und versuchen, das Beste hier rauszuholen. Okay, ich würde sagen, Ramirez, ja, ich würde Touré spielen lassen. Touré ist ein Tier, ein größeres Tier als Ramirez und er kann ruhig spielen. Wir werden Sanchez spielen lassen, da Sanchez in den letzten Spielen bewiesen hat, dass er gut passen kann. Kompany rein, den werden wir einfach eine Fitness geben. Verbrauchsobjekt. Fitness. Eine 40er Fitness werden wir einfach geben und ja, dann können wir auch schon die Einladung losschicken. Verdammt, Touré hatte nicht genug Fitness, ne? Ja, egal. Ich kann ja auswechseln. Ah, Ramirez habe ich jetzt ausgewechselt, ne? Scheiße, Eriksen haben wir aber noch da. Falls irgendwas passieren sollte und mal schauen, wann er ankommt. Ah, er ist schon da, das ist doch sehr gut. Das ist so gut klappt. Er hat mir geschrieben, dass sein Team ein Gammelteam wäre, aber sei kein Hipster, sei ein Kongster. Okay, Xbox oder... Oh, bitte, Kongster, bitte. Ja, Kongster, geil. Oh, geil, mein kleines Stadion und Regen. Das ist doch mega geil. Mal gucken, was er für ein Team hat. Gillette ab die SC, ja, das ist geil. Drimmitsch, Sam, keine Ahnung. Malander... De Bruyne und die anderen kenne ich nicht. Dings, den zentralen Innenverteidiger von Hamburg. Wie heißt der Typ nochmal? Im Leverkusen-Spiel war er nicht so berauschend. Also gegen Leverkusen. Wir haben ja 4-0 gewonnen. Boah. Hashtag, wir sind Dritter, Mama. So, das Spiel wird jetzt beginnen. Mal gucken, was wir reißen können. Ich kenne ihn im Übrigen... auch in Real Life, also er geht in meine Klasse. Mal gucken, also ich habe ewig nicht mehr gegen ihn gespielt. Ewigkeiten. Boah, wann habe ich das jetzt mal gegen ihn gespielt? Das ist ewig her. Ich habe keine Ahnung, wie er sich so entwickelt hat. Aber wir werden einfach mal schauen. Heute ist nicht so der beste FIFA-Tag. Heute für mich. Ich habe schon ein Spiel gemacht, aber darüber will ich lieber nicht reden. Und Cuadrado schön den Ball erobert. Jetzt ein Dreieckspass zu Agüero. Agüero hat das ganz schlecht gemacht, ein Offensivfoul. Ach, scheiße. Da haben wir schön den Ball erobert, aber leider auch direkt verloren, da der Pass nicht Zucker war. Rausch. Aber den Ball haben wir wieder schön erobert. Oh, Cuadrado. Scheiße. Wie heißt der Typ nochmal, Mann? Offensivfoul. Alter, was ist denn hier los? So fangen wir hier erst gar nicht an. Weißt du, ich will nur ein bisschen Pressing machen und Cuadrado wirft sich auch direkt rein mit dem ganzen Körper. Touré, schön gemacht. Können wir einen Konter machen? No. Die Viererkette von ihm steht. Abseits? Nein. Ah, fuck. Fast das 1-0 hier, aber der Schuss war viel zu unplatziert und zu sehr auf den Torhüter gerichtet. Viel zu sehr auf den Torhüter gerichtet. Ah, fuck, das war ganz schlecht verteidigt von Felipe Luis. Ah. Ja, da stand er wie eine Mauer. Und wird er hier reinflanken? Ja klar, direkter Schuss ist behindert, wer das aus dieser Entfernung macht. Die Viererkette steht immer noch. Heißt, er spielt ausgeglichen. Oder defensiv, eins von beidem, ne? Hazard, schön durchgekämpft. Hat er schön verteidigt. Philippe Luis stand noch hinten. So. Ja, hier könnte sich eine Touré. Agüero. Und Schuss. Oh, Pfosten. Ah. Da habe ich viel zu lange gezögert. Ich hätte viel früher abschließen müssen. Viel früher auf jeden Fall. Aber egal. Das Spiel läuft ja erst seit einer Viertelstunde in Spielminuten. Boah, 75 Minuten haben wir noch zur Verfügung. Ah, da will sich ja wohl einer durchskillen hier.
Boah, solche Skiller mag ich gar nicht. Das war kein richtiges Skillen, aber das war so ein... Hazard hat sich da nicht schön durchgekämpft, aber den Einwurf haben wir rausgeholt. Ja, die sollen sich mal richtig freilaufen, Alter. Einfach mal reinflanken. Ah, Touré hat sich da reingeschmissen, aber hat ja leider nichts gebracht. Zwei große Chancen hatten wir schon. Der eine Schuss war zu unplatziert und der eine ging an den Pfosten, ne? Also, ja, Chancenverwertung, lieber Thomas, wieder. Das ist immer so eine Sache mit den Chancen. Ja, war nichts. Wurde nichts. Oh. Wir werden einfach mal dahin passen. Alter, ich will auch so ein Trikot. Sei kein Hipster, sei ein Kongster. So. Kommt er an, kommt er an, kommt er an. Halb. Agüero hatte den Ball auf dem Fuß, aber der Ball wurde ihm auch direkt wieder abgenommen. Cuadrado. Hazard, Hazard, Hazard. Pfosten schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Der Ball war abgefälscht, yo. Das ist heavy, das ist echt heavy. Zweimal an den Pfosten und wir kriegen einfach keinen rein. Also ich hatte schon ganz viele Spiele mit so einer Chancenverwertung, die wir am Ende sogar verloren haben. Ah. Ja, die Chancenverwertung ist auch so eine Sache, ne? Ramirez. Nein, ich hätte lieber draufschießen sollen. Aber das Skillen hat zum ersten Mal etwas geklappt. Philippe Luis. Ah, das haben wir ganz schlecht gemacht. Raffi hat auch geschrieben, ja, dass er ganz lange kein FIFA mehr gespielt hat. Also, ja, wahrscheinlich auch aus der Übung. Alter. Los! Go, 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 scheiße! Alter! Da sind wir so schön. Ramirez spielt? Habe ich Touré nicht eingewechselt? Was ist denn da los? Ah. Also ist Touré gar nicht am Spielen. Das wundert mich jetzt aber. Ich könnte schwören, ich habe den eingewechselt, oder? Ich leide schon unter Alzheimer. Das könnte natürlich auch sein. Wer weiß. Alter! Ramirez, was machst du denn da? Wir hätten so einen schönen Konter einleiten können. Auf Cuadrado und dann... Alter! De Gea hat mir da aber ganz schön Angst gemacht. Das war ein R1-Kreisschuss, wenn ich mich nicht irre. So, Koscielny, wenn er so ausgesprochen werden mag. Der Thomas meint, er könnte skillen, wobei ich hier einfach nur durchlaufe und immer hoffe, dass mich kein Verteidiger stoppt. Nein, Agüero! Ah, im Strafraum, da machen wir nichts. Wenn wir im Strafraum sind, müssen wir viel mehr aus den Situationen machen. Leider kommt im Moment nichts Gutes raus. Aber wir bemühen uns, unsere Leistung zu steigern. Das wollte ich nicht, aber okay. Leider ist der Ball nicht angekommen. Ja, ich versuche mal mit Kreis zu pressen. Na, schöner Versuch, aber die Abwehr stand da. 0 zu 0 leider, wobei wir das 1 zu 0 wirklich verdient hätten. Och nein! Was machst du denn da, wer auch immer das gewesen ist? So. Ah, Mann! Jetzt kann die Flanke kommen. Da hat's eine Ecke. Ich habe so oft ein per Ecke reinbekommen, aber ich kriege auch meistens ein Tor per Ecke. Weg damit, Mann. Dass der Pass ankam, das wundert mich jetzt aber. Los, jetzt können wir einen kleinen Konter starten, wenn Hazard jetzt laufen würde. Ganz schlecht gemacht, der Konter. Ganz schlecht. 0 zu 0 zur Halbzeit. Wir gucken uns mal die Statistik an, ob das... Gillette ab die SC. Mann. Er rasiert gegen den Strich. Ja. Das ist, wie man so schön sagt, wobei es ausgeglichen, nur die Chancen von uns waren besser.
Ja, bringt uns aber nichts, wenn wir draufschießen, aber keinen reinbekommen. 66% Schussgenauigkeit. Passgenauigkeit habe ich jetzt nicht ganz drauf geachtet. Wenn ein Sanchez den Ball abgenommen wird, dann sieht das wirklich nicht gut aus. Ah, fuck. Ah, fast haben wir den Ball abgenommen. Vorteil. Diese Vorteilsituationen in FIFA sind so ganz beschissen. Weil ein Vorteil hier 6 Jahre geht, wirklich. Gefühlte 6 Jahre. Da ist er umgefallen. Alter, De Bruyne. Ja, De Bruyne ist ein Tier im Mittelfeld, auf jeden Fall. Auch wenn er hier zentrales Mittelfeld spielt, oder? Auch diese Pässe sind zum Kotzen. Auch im letzten Spiel hatte ich das Problem. Diese Pässe. Die sind so scheiße, wirklich. Ich könnte da wirklich kotzen. Oh, oh, oh. Das war ganz schlecht gemacht mit Aguero. Ganz schlecht. Wenigstens hat sich Di Maria den Ball wieder erobert. Ja, am Arsch abseits. Hey, ich hasse es, wenn die so beschissen laufen. Oh, ich hätte ihn abfangen können. Ich hätte ihn abfangen können, hätte ich den Spieler nicht gewechselt. Ganz schlecht gemacht, aber Walker. Schön gerettet. Hier ein bisschen threaten. Ach, Aguero, starte doch. Man will immer, dass die Spieler starten, dann tun sie es nicht und dann wird einem Ball, fast der Ball abgenommen. Ecke, Ecke. Können die da was draus machen? Los, mal gucken, ob wir was per Ecke... Das gibt es doch gar nicht. Ich dachte als erstes, wir würden irgendwie einen Elfmeter rauskommen, weil da zwei am Boden lagen. Oder ein Offensivfoul oder sowas. Aber nein, da war Hazard ganz alleine, schießt drauf. Der Schuss war wieder zu unplatziert. Alter, Mann. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, okay. Gerettet. Och, die Viererkette steht wieder. Was sollen wir hier machen zu dritt? Wir müssen gleich auf Offensiv stellen, wenn wir hier was reißen wollen. Der Dreieckspass war sowas von beschissen. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Man stellt sich das immer ganz anders vor und dann kommt so ein mieser Dreieckspass und dann könntest du nur den Controller an die Wand werfen. Wo ist meine Kreativität aus den letzten Spielen hin? Die vermisse ich momentan gerade. Alter, was soll das denn? Abgefälschter Ball und im Aus. Jetzt gibt's Ecke. Alter, wenn ich solche inkompetenten Kinder sehe, Alter, das war knapp. Huh. Für eine Ecke, die eigentlich hätte nicht sein sollen, war das ganz schön knapp. Aber De Gea hat schön gerettet. Ja, ich bin aber überlegen, ob ich mir Courtois holen soll. Courtois ist momentan so in der Preisspanne drinne. Also im Preis, wo man sagen kann, kann man sich gönnen. Nein! Nein, nein, nein. Aber das darf doch kein 0-0 werden. Wenn man gegen einen Abonnenten spielt, muss das Spiel wenigstens einen Sieger haben. Fuck, 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 fuck. Was mache ich denn da? Oh, Alter. Weg damit. Weg vom Strafraum. Jetzt ein langer Pass. Angekommen. Sehr nice, aber kämpfen wir uns durch. Ja, schön. Hazard steht in der Mitte, Hazard steht in der Mitte. Und wir konnten leider nicht köpfen, aber Di Maria hat den Ball, De Bruyne in der Verteidigung mitgeholfen. Schade. Schade aber auch. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Walker, sehr nice. Walker, sage ich schon. Walker. 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 Hört sich irgendwie russisch an. Walker. Okay, ich sollte lieber nicht über die Namen lästern. Ah, fuck! Aguero! Aguero! Nein! Oh shit, oh shit, oh shit! Nice one. Da haben wir ihn umgelaufen. Alter.
Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Nichts abseits, am Arsch abseits. Er ist einfach zu früh gestartet. Am Arsch abseits. Okay, okay, okay. Aguero, was machst du denn da? Fuck! Aguero, wieso läufst du denn am Ball vorbei? Was machst du denn da? Bist du dumm im Kopf? Bist du behindert? Bist du blind? Oder was hast du für Probleme, dass du nicht zu dem Ball gehst? Was hast du für... Alter, nee, jetzt liegt er wieder am Boden. Weil er heute wie ein Blatt Papier ist. So leicht kann man ihn umpusten. Alter, in solchen Momenten könnte ich den Spieler nehmen und sofort Kaufpreis wegdrücken. Auch wenn er 140.000 wert ist. Alter, da läuft der vorbei. Da läuft der vorbei, Mann. Oh, ich will jetzt auch nicht verlieren. Das passiert mir... Oh, ich habe zu lange gezögert. Ich habe viel zu lange gezögert. Aber Cuadrado stand nicht frei. Flonke rein. Nein. Der Schuss war gar nicht so schlecht. Aber der wäre daneben gegangen. Oh, oh. Fehler Nummer 1 mit einem Innenverteidiger rausgelaufen. Aber es sind ja noch zwei andere Innenverteidiger da gewesen. So, Aguero. Wenn du dieses Tor schießt, kannst du mir zeigen... Ha! Ecke. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja! Bam, Junge! 1-0. Sorry für das Tor in der 90. Minute. Ich kann mir vorstellen, was seine Reaktion momentan ist, aber... Oh, Abwehrriegel, 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 Abwehrriegel. Er will skillen. Ja. 1-0 gewonnen. Gegen Gillette Abdi SC. Wir haben ihn gegen den Strich rasiert am Inaquem mit Shampoo. Ja, damit würde ich sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn ihr mal gegen mich spielen wollt, schreibt's mir unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.